Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Ja Leute, heute steht auch mal ein Bosskampf an, zumindest laut Aogami. Wir sind hier auf den Dächern. Kann ich von hier oben? Ja, von hier oben kommt man zu dem da rein. Und auch wieder raus, dann kann ich ja mal eben kurz hier reingucken. Das wäre ja der, wo ich letztes Mal gefragt habe, wie man zu dem kommt. Jetzt hat sich meine Frage ja beantwortet. Was bist du überhaupt? Ja, ich bin auch mal ziemlich schlau. Ich habe einen wilder Talisman dafür bekommen. Eintreffer und Ende Gelände. Nicht darunter springen, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal hochklettern. Ich wollte nur gucken. Da oben ist eine Kiste auch noch für mich. Muss ich mir merken. Bevor wir hier den ganzen Weg nochmal machen müssen, das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Ich speichere eben kurz. Ja, jetzt konntet ihr auch eben kurz sehen, welches Datum das letzte Mal war, wo ich gespielt habe. Da ist ein Schüler. Mit dem soll ich auf jeden Fall reden. Hier da sind Kästen, also Container. Hier ist doch bestimmt auch ein Mii-Mann drin. Das sieht zumindest so Mii-Mann verdächtig aus. Und ich lag richtig. 37. 60 hat diese eine zweite Furcht gekostet, ne? Die hätte ich nämlich auch eigentlich ziemlich gern. Da kann ich nicht rein, also auch zur Schülerin. Du bist in Sicherheit. Oh, was ist das denn für einer? Er wollte sie als Dienerin. Lass sie. Ich finde es schön, wie sie einfach gar kein Gesicht hat. Sofern es kein wichtiger Charakter ist, haben die Charaktere irgendwie kein Gesicht. Oder wenn es kein Gegner ist. Ein Werwolf nehme ich mal an. Oder ein Behemoth. Loop Garou! Ich werde gar nicht erst testen, was deine Schwäche ist. Sondern es einfach direkt prüfen. Licht und Eis. Ja, dann kann die sich austauschen. Ich werde übrigens noch demnächst gucken, dass ich hier mir zum einen die Nebenquests mache und zum anderen noch die zwei Plätze irgendwie belege. Hammer! Oh, der scheint was auszuhalten. Sturmli! Ah! Ich mach mal mit. Seine Schwäche. Kann ich irgendwie... Ich kann physische Angriffe reflektieren. Der sieht mir eigentlich auch nach jemandem aus, der physisch kämpfen würde. Kann ich dich vergiften? Ich kann dich vergiften. Jack Frost, Jack Hufula! Da kam Jack Frost runter. Oh, und seine Abwehr ist dadurch sogar gesunken. Ja, der kämpft physisch. Der nächste Treffer ist garantiert und kritisch. Ja, aber den werde nicht ich fressen. Diesen Crit. Den schluckst du. Sofern du auf mich gehst. So, und jetzt heißt es Crits. Jetzt Hagens Crits.
Jack Bufula! Arma! Sturmlied! Er frisst gerade ohne Ende! Aramasa! Oh, das hat richtig Schaden gemacht. Auf Hälfte ist er schon runter. Und seine Abwehr ist nochmal runtergegangen. Ja. Er ist auf den Engel gegangen, nicht auf mich. Es wird nur reflektiert, wenn er auf mich geht. Ist eigentlich auch richtig so, weil es ist nur schlicht, wenn ich sterbe. Wenn die anderen sterben, kann ich sie einfach ersetzen. Du schluckst jetzt mein Aramasa. Weil das macht ordentlich Schaden. Ich find's schön, Jack Buchler denkt immer die Abwehr. Ich hab nichts Gutes für Single-Target, deswegen Aramasa. Also ich hätte noch Mahama. Ja, ich kenne die Ironie, dass ich fast nur auf Multi-Target-Angriffe gehe und dann mich beschwere, dass ich keine Single-Target-Angriffe habe. Das braucht mir keiner aufweisen, was ich daran falsch mache. Aber ich bekämpfe ja hauptsächlich Gruppen. Ist ja das Ding. Ja, wir haben eine Schülerin gerettet. Hast du zufällig Saori gesehen? Das riesige Maskenvieh, das wird noch von mir verdroschen. Hinter Bahngleisen. Okay. Das ist ein Anhaltspunkt. Okay, da wo die letzte Abszesse ist. Die ich zumindest jetzt schon sehen kann. Hier ist übrigens auch nochmal eine Nebenquest. Wenn ich von hier oben runterspringe, sind da zwei Kisten, die auf mich warten. Hallo. Nikomata. Ich habe leider keinen Fisch. Ja. Ich wüsste sogar, welchen du meinst. Das kann ich easy erledigen. Zusammen hier mit den Kisten. Ja, komm. Erst die Kisten. Was kriege ich? Takaminakata. Und ein Eisjuwel. Werde ich mir nicht im Nachhinein holen. Und jetzt einmal kurz zum Kühlhaus. Kühlhaus erreicht. King Frost. Ich will ihn nicht klauen. Bitte, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ach scheiße, ich kämpfe gegen König Frost. Ich bräuchte es eigentlich gar nicht prüfen. Aber du bist safe gegen Feuer schwach. Ich will nur gucken, ob du noch andere Schwächen hast. Ja, Eis sollte ich absolut nicht gegen dich verwenden. Ich weiß auch, welche zwei ich austausche. Mudo ist auch noch stark gegen die. Ja, ich muss drei jetzt austauschen. Ich hole erstmal Shiron Noob. Der ist ein Feuer. Ich kann eigentlich alle drei austauschen. Sie hat Agilau, deswegen nehme ich sie. Und die Seejungfrau, die hat nur Eisattacken, deswegen bleibt die auf jeden Fall nicht drin. Sondern mein Altvaras kommt rein. Ich finde die Musik auch gerade richtig cool. Maragi! 80.
Inferno-Regen! Oh, das sieht geil aus. Die Attacke sah richtig cool aus. Jetzt spiele meine Feuerkräfte! Autsch. Ich schwöre dir, ich will deinen Fisch nicht klauen. Also, ich will deinen Fisch, aber ich will ihn nicht klauen. Ist es in wesentlich schlauer, wenn ich einfach ein Feuerjuwel benutze. Guck, so kann ich zur Not auf Single Target gehen. Inferno-Regen macht jetzt auch bei einem Einzelnen recht gut Schaden. Ich besiege dich, King Frost. Illusionsschuss. Und Trugbild ausgelöst. Das heißt, er trifft jetzt ein paar Mal daneben. Ich sehe nicht mal, wie viel Leben der hat. Wenn ich angreife, weil der so groß ist. Vor allem, den kann man auch noch im Team haben, ne? Also, den kann man beschwören. Beziehungsweise sich zusammen positionieren. Man braucht nur einen Jack Frost auf jeden Fall dafür. Und ich werde aus Jack Frost noch König Frost machen. Darauf könnt ihr euer letztes Butterbrot verwetten. Inferno-Regen! Mann, hältst du viel aus! Ich mach Giftsprüher. Erstens Abwehr runter, zweitens Gift. Ist jetzt auch nichts Negatives für mich. Bald habe ich keine Feuerjuwelen mehr, aber ich habe noch Dunkelheitsjuwelen. Also ich kann noch eine Weile. Inferno-Regen! Ey, nicht Giftsprüher. Agilao! Weil ich mache ja jetzt mehr Schaden. Daneben. Ich brauch Feuer. Was hat Shiro Noob eigentlich dann noch? Entladung. Ich habe jetzt mein Omagatoki fertig. Die Frage ist, bei wem ich es benutze. Wahrscheinlich bei Aitvaras. Bei seinen Meteor ist richtig stark. Hier, der Urknall. Bam! Der macht halt 400 Damage. Und ich kann danach sogar noch einen Illusionsschuss reinballern. So, hinrichten tue ich dich mit Aramasa. Damit ich auch ein cooles Bild fürs Thumbnail habe. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir an dem gesessen haben. Ich hätte jetzt die Möglichkeit. Ich will ihn nicht töten. Aber ich brauche auch den Fisch. Das ist halt wieder so eine Auswahl. Nehme ich jetzt King Frost oder nehme ich die Katze? Ganz ehrlich, ich hätte lieber King Frost, weil King Frost wahrscheinlich deutlich heftiger ist als die Katze. Ah, ich krieg so oder so den Fisch. Ja, meine Mission habe ich damit ja erfüllt. Jetzt muss ich nur wieder zurück. Einen Moment, Leute. Leute, ich war jetzt ganz kurz davor, da oben zu sein, als ich einen Mitama entdeckte. Ich eine Mitama-Gruppe entdeckte.
Ich mache einmal einen Gruppenangriff am besten gleich und hoffe aufs Beste. Feuer. Habe ich. Hat nur bei einem funktioniert. Scheiße. Blutsaugen, damit ich wenigstens noch einen mitnehme. Verdammt, das sind die starken Mitamas. Wenigstens einen, ne? Und ich habe nur ein doofes Unterhemd bekommen. Ganz ehrlich, was will ich damit? Wenn interessiert mich nur eins. Und das sind hier diese Glorienkristalle, die ich von denen kriegen kann. Auch wenn es diese kleinen sind, wo ich nur so 6 bekomme. Oder 10. Es ist immer noch besser als gar nichts. Ja, die Kiste komme ich nur von der anderen Seite dran, ne? Die von mir erstmal den Fisch ab. Jetzt bin ich ja hier oben. Ich hole mir eben kurz die Kiste, falls ich irgendwie von hier aus dran komme. Hallo, Herr Engel? Mhm. Mein Charakter backt gerade ziemlich lustig rum. Ich habe einen göttlichen Talisman erhalten. Wie komme ich hier hoch? Also es hat sich ja gelohnt, hier um ins Eck herum zu krabbeln. Aber das beantwortet nicht meine Frage, wie ich da oben dran komme. Obwohl von der Seite offenbar. Ja, ich habe einen feinen Fisch für dich. Bestien-Talisman erhalten. Okay, mein Erzengel und mein Engel haben ja durch den göttlichen Talisman jetzt was dazu bekommen. Aber ich habe keine Bestie im Team. Beweglichkeit. Mhm, König Frost hat den Job erledigt. Oh. Was für ein toller Schneemann. Jetzt habe ich King Frost in den Fusionen. Dann habe ich Jack Frost mit King Frost verwechselt in den Fusionen, weil ich dachte, ich hätte ihn da schon freigeschaltet. So, und von hier aus kommt man da dran. Für 3 Chakra-Tropfen. Du kriegst die Tür nicht zu. Und hier habe ich eine Kiste vergessen. Und wahrscheinlich sogar Miman. Gut, dass ich hier unten auch nochmal hingekommen bin. Wieder ein bisschen Glorie mehr für mich. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Da. Wollte gerade sagen, bin zu dick für den Ausgang. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Abo und ein Like. Auch ein Kommentar für den Algorithmus vielleicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.